Herzlich willkommen zum WinKids Livestream von Vignette Bern. Mega schön bist du auch heute wieder mit uns zusammen dabei. Wir wollen zusammen Gottesdienst feiern und unser erstes Lied passt nämlich gleich zum Feiern. Das heisst, es ist Jesus, den wir feiern. Und das wollen wir wirklich zusammen machen, weil Jesus ist der gleiche seit vor vielen, vielen Jahren, heute und einfach auch in Zukunft. Er ist der gleiche und er bleibt der gleiche. Egal wie es gerade aktuell aussieht oder in unserem Leben aussieht, er ist der gleiche. Auf das dürfen wir uns verlassen. Darum, stang doch auf, mach mit. Franzi ist nämlich extra da, für Bewegungen zu machen. Sehr cool. Wir wollen wirklich sagen, es ist Jesus, den wir feiern. Jesus, den wir feiern, er hat uns von Schuld befreit. Es ist Jesus, den wir ehren, er ist die Hoffnung, die uns trägt. Es ist Jesus, den wir feiern, er hat uns von Schuld befreit. Es ist Jesus, den wir ehren, er ist die Hoffnung, die uns trägt. Im Himmel und auf Erden. Was er für uns hat da, ihr Gegenwart und Zukunft. Niemand kann, was er für uns hat da. Lass uns ein Fest haben zu seiner Nähe. Es ist Jesus. Es ist Jesus, den wir feiern. Er hat uns von Schuld befreit. Es ist Jesus, den wir ehren. Er ist die Hoffnung, die uns trägt. Es ist Jesus, uns von Schuld befreit. Es ist Jesus, den wir ehren. Er ist die Hoffnung, die uns trägt, im Himmel und auf Erden. Niemand mich, was er für uns hat da, ihr Gegenwart und Zukunft. Niemand kann, was er für uns hat da. Lass dieses Fest an zu seiner Nähe. Es ist Jesus, den wir feiern, er hat uns von Schuld befreit. Es ist Jesus, den wir ehren, er ist die Hoffnung, die uns trägt. Es ist Jesus, den wir feiern, er hat uns von Schuld befreit. Es ist Jesus, den wir ehren, er ist die Hoffnung, die uns trägt. Im Himmel und auf Erden. Niemand mich, was er für uns hat da, ihr Gegenwart und Zukunft. Niemand kann, was er für uns hat da. Lass dieses Fest an zu seiner Nähe. Das nächste Lied ist «Wenn ich daran denke». Schau, wie du mich kommst.
Von Jesus weg. Und jetzt haben wir ganz viel gesungen, dass Jesus uns vor Schuld befreit und in dem Sinn Versöhnung geschenkt. Und über das möchte ich euch jetzt gerne mehr erzählen in unserer Geschichte. Letzte Woche haben wir gehört von Jakob und seinem tricksigen Onkel Laban. Der Jakob ist heimgegangen, hat sich mit dem Esau ausgesöhnt. Ich weiss, es hat niemand von uns geglaubt, nach der Art, wie sie ihn austrickst. Aber ist heimgegangen, hat 12 Söhne gehabt, könnt ihr euch an das erinnern. Und der Josef und der Benjamin, das waren seine Lieblinge. Und zwar, weil seine Frau, Rahel, ist die Mutter von diesen zwei. Er hat noch eine andere Frau gehabt und die ist unter anderem, also insgesamt sind 12 Söhne von 4 Frauen gewesen. Aber der Josef und der Benjamin waren beide von der gleichen gewesen, und zwar von der, die er etwas lieber hatte. Und der Josef, der ist einfach ganz einen schönen Platz nahe am Herz vom Vater Jakob gehabt. Und darum hat ihm der Jakob ganz ein schönes Kleid nähen. Stell mir vor, das war etwa so schön gewesen. Ein mega schönes, farbiges Gewand aus teurem Garn. Und dann hat der Josef ist vom Typ her auch ein bisschen besonderer. Ihr müsst euch vorstellen, eines Morgens ist er zu seinen Brüdern gegangen und gesagt: Jetzt habe ich einen Traum gehabt. Ich sage euch. Nein, in diesem Traum bin ich wunderschön in der Mitte gestanden. Also eigentlich war es so ehrig, wisst ihr, Ehrenbündel. Und ich war das in der Mitte, das habe ich einfach gewusst. Und die Ehrenbündel, die um mich herum gestanden, also ich bin sicher, das sind dir, die haben sich einfach alle vor mir verneigt. So wie mega schön. Und dann seine Brüder natürlich so: Der Jakob hat wieder irgendeine Phase gehabt. Aber er ist gleich darauf wieder mit dem Traum gekommen und gesagt: Diese Nacht habe ich geträumt, dass sich Mond und Sonne und Sterne vor mir haben verbeugt. Und Mama und Papa waren Sonne und Mond und ihr seid Sterne. Und es ist einfach so: Ihr habt alle mich verehrt. Und jetzt sind seine Brüder richtig hässig geworden. Weil sie ihn eh schon ein bisschen auf dem Kieker hatten. Ich meine, ein Vater, sein Lieblingssohn. Der nie ist mitgegangen, die wüste Arbeit machen, nie hat geholfen, die Leute metzen und einfach so, sondern immer noch: ich will die Finger nicht dreckig machen. Der Josef. Und dann kommt er noch mit so Träumen. Aber der Josef hat Gottes Stimme gehört. Wir hören noch ein bisschen mehr vom Josef als nur heute. Und wir werden hören, noch viel mehr hören, wie das ist, wenn man Gottes Stimme hört. Weil Gott redet mit uns, der will uns etwas mitteilen. Und wahrscheinlich hat Gott dem Josef dort, oder Gott hat wirklich dem Josef etwas sagen. Vielleicht war die Idee nicht, dass er seinen Brüdern so gegen die Nase reiben. Wissen wir nicht genau. Weil sie sind so hässig geworden. Stinken wir hässig, sagen wir alle. Dass sie gesagt: Jetzt, der Josef, das muss hören. Fertig geschnetzt, den bringen wir um. Vater, sagen wir haben irgendeinen Löwe hat ihn gefressen oder so. Und einer von seinen Brüdern drüben hat gesagt: Nein, wir können doch nicht dem Vater seinen Lieblingssohn umbringen. Sowieso umbringen ist nicht okay. Und er hat gesagt: Also komm, wir schießen einfach in einen Brunnen. Und auch dort, Brunnen waren damals so Löcher, wo man ganz tief in den Boden runtergerabt hat, um ans Wasser zu kommen. Nicht so die schönen mit dem Hahn, die einfach rausläuft wie bei uns heute. Und dann musste man so Kessel runterlassen und das Wasser aufholen. Das haben wir, glaube ich, auch mal gehört in der Geschichte mit Rebecca. Auf alle Fälle hat er gedacht: Easy. Sie schiessen ihn runter, ich kann ihn dann rausholen heute Abend und sagen, er ist rausgeklettert oder weiss auch nicht was. Und ist gegangen. Weil der Josef war im Brunnen. Das
Kleid haben sie ihm natürlich abgezogen. Weil das war mega viel wert. Und der Josef war im Brunnen und dann haben die Brüder diskutiert. Und die eine sagen, die waren so richtig hässlich. Die haben gesagt, hey, nein, den bringen wir um. Ich kann es nicht mehr hören, dem seine dumme Fresse, wenn er wieder das Gefühl hat, er ist etwas Besseres. Und der Jude hat dann gesagt, hey, nein, umbringen können wir im Fall wirklich nicht. Aber wir können ja verkaufen als Sklave. Weil es ist gerade eine Karawane vorbeizogen und dann haben wir immerhin noch Gewinn gemacht. Und vielleicht kann er ja abholen oder weiss auch nicht was. Aber immerhin, töten muss man ihn nicht. Auf jeden Fall haben sich die Brüder überschnurren und sie haben Josef verkauft an eine Karawane, die auf Ägypten ist gegangen. Und das Gewand haben sie genommen und im Blut von einem Löwen gedünkelt. Und dann sind sie heimgegangen und gesagt, Vater Jakob, es ist etwas mega Schlimmes passiert, du musst mal schauen. Ein Löwe hat der Jakob gefressen und wir konnten ihm nur noch das Gewand aus dem Maul schreissen. Und der Körper hat er schon runtergeschlappert. Und der Jakob war natürlich hennentraurig, dass der Josef ist gefressen worden. Und er hat es wirklich geglaubt. Und das Kleid, das so, ich tue jetzt das nicht in Blut dünkel, aber ihr könnt euch vorstellen, wie das war. Auf alle Fälle haben alle gedacht, der Josef ist tot. Und der Josef, der hat auch Gottes Gunst auf sich gehabt. Er hat ja immer noch seine Stimme gehört. Aber er war auch nicht ganz daneben gewesen, auch wenn man das ein bisschen meinen vor Art, wie er seinen Brüdern Träume erzählt oder so. Aber er ist mit dieser Karawane auf Ägypten gekommen. Zu Ägypten haben sie ihn weiterverkauft an einen Mann namens Potiphar. Und der Potiphar war ein reicher Mann und der hat ziemlich schnell gemerkt, hey, der Josef hat eh nichts auf dem Kasten, das ist gar nicht mal so, der ist gar nicht mal so auf den Kopf gefallen. Und hat ihm viel Verantwortung gegeben. Und der Josef hat seinen Job gut gemacht, er war ein Anständiger, Gott war mit ihm und hat ihn geführt und zu ihm geredet. Aber ein Stolperstein hat es gleich gegeben. Und zwar Frau von Potiphar. Die war ein kleines Huhn. Der Josef war ein junger, kräftiger, hübscher Bursch. Er hat ja nie müssen arbeiten als Kind, weil der Vater ging, hat bevorzugt. Und er war noch Ausländer. Es hat manchmal eh noch so etwas. Ja. Auf alle Fälle hat sie ihnen gesagt, Josef, willst du nicht in mein Schlafzimmer kommen? Und der Josef war ein Anständiger. Er hat gesagt, nein, so etwas mache ich nicht. Du gehörst dem Potiphar und ich achte den Potiphar als mein Chef. Ich bin anständig. Ich mache keine falschen Sachen. Da ist die Frau vom Potiphar hässig geworden. Die denkt, der muss gar nicht meinen. Was ist das für ein eingebildeter Kerl? Und er hat sie geäussert, mega laut und gesagt, der Josef will mir an die Wäsche wollen. Und sie war halt die reiche Frau. Der Josef konnte noch lange sagen, hey, im Fall never. Das würde ich nie machen. Und der Potiphar, der hat, glaube ich, auch gewusst, dass der Josef nicht lügt. Aber er hatte keine Wahl. Er musste den Josef ins Gefängnis schiessen. Und es ist ihm schon ein bisschen schwer gefallen. Aber der Josef hat immer noch Gottes Stimme gehört, weil Gott hat mit ihm geredet. Wenn wir wollen, wenn wir hören, dann redet Gott mit uns. Und auch im Gefängnis hat Gott noch mit dem Josef geredet und hat ihm gesagt, was gut oder hat ihm gesagt, was dran ist und was nicht dran ist. Und der Josef, das ist eben das Besondere, der hat gehört auf Gott. Manchmal hören wir ihn und denken, ist es echt Gott gewesen, ist es echt nicht Gott gewesen, ich weiss es nicht so genau. Aber der Josef, der hat gehört und hat gewusst, jetzt hat Gott zu mir geredet. Und Gott hat eben noch viel zum Josef geredet durch Träume. Er braucht nicht immer nur Träume. Gott redet auch durch Farben oder durch Bibelverse. Manchmal sogar durch Musik oder Gefühl kann er, nicht immer. Aber viel durch die Bibel oder durch andere Menschen, durch Düfte. Wir hören dann näher nach dem Experiment noch etwas mehr dazu. Aber Gott redet zu uns. Und wenn wir hören, dann hören wir. Hey, merci vielmals, Gabriela, für die Geschichte. Mega cool, wie Gott zum Josef hat geredet durch die Träume. Und ich möchte euch heute zeigen, wie das Morsen geht. Das ist nämlich auch so eine Art Geheimsprache, die aber eigentlich gar nicht so geheim ist, wenn man weiss, wie es geht. Und genauso ist es auch mit Gott. Er redet zu uns, Gott redet zu dir, zu jedem Einzelnen von uns.
Und wenn man das lernt oder darauf hört, dann weiss man nachher viel besser, hört man plötzlich die Stimme und weiss, wie das geht. Also, aber jetzt mal zuerst zum Morsen. Beim Morsen braucht man so einen Code. Und jeder Buchstabe hat eine Verbindung, also hat, besteht so aus Punkten und Strichen. Dazu gibt es nachher einen Schlüssel, dass man ihn gut lesen kann, wenn man nachher den Code bekommt, wo man entweder, wenn man weiss, ah, jetzt fängt es mit einem Strich an, dann kann man hier durch, jetzt kommt ein Punkt, jetzt kommt ein Strich, ein Punkt, wo man es schneller lesen kann. Und wir machen das jetzt mal an einem Beispiel, dass da hier, könnt ihr mal ganz gut schauen und dann nachher nämlich dann daheim probieren nachzumachen. Man kann morsen mit Licht, mit Geräusch, mit Flaggen. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Heute zeige ich es mal mit einer Flöte. Und zwar tue ich mal das erste Wort hier mal zeigen, wie das geht. Also, das könnte so tönen. Das wäre jetzt das erste Wort gewesen. Wenn ihr nachher geht, schaut, oh ja, genau. Jetzt muss ich schauen, ob ich genug Hände habe. Als erstes war es Strich, Strich, Punkt. Kommen wir zum G. Ich kann das schon mal aufschreiben. Als nächstes war es, wenn es dann geht, Strich, Strich, Strich. Das ist ein O. Die einen finden es vielleicht schon fast raus. Als nächstes war es einfach ein Strich. Das ist ein T. Und nachher ist noch ein Strich. Logisch, ganz einfach, wieder ein T. Also das erste Wort hat geheissen Gott. Und ihr könnt daheim jetzt das zusammen auch selber machen. Wenn ihr noch nicht so einen Schlüssel oder einen Code habt, dann schaut doch nachher. Im Internet findet man die auch, wenn man es eingibt, Morsecode, Morse-Schlüssel. Und probiert einander zu schreiben, die Aussage, die wir hatten, Gott spricht mit uns. Das sieht nachher etwa so aus. Und nachher könnt ihr das einander mal morsen und probieren, ob ihr das versteht oder ihr dürft auch etwas anderes natürlich. Und redet einfach doch auch zusammen daheim mit deinen Geschwistern oder mit deinen Eltern zusammen. Wie kann ich Gottes Stimme hören? Wie hast du schon Gottes Stimme gehört? Dass auch, wie zu morsen, einfach auch, dass Gottes Stimme hören für uns ganz natürlich wird. Weil Gott redet mit uns. Das war schon vom heutigen Livestream. Ihr dürft euch parat machen, gleich geht es weiter zur vollen Stunde mit dem Livestream für die ganze Familie. Schön, seid ihr heute da gewesen. Tschüss zusammen!
Wir haben unsere Hände durch, richten unseren Blick aus auf dich. Mit allem, wo wir sind, wenn wir die Preise um Tag und in Nacht. Thank you.
der Herr führte Abraham aus dem Zelt und sagte: Sieh hinauf zu den Sternen am Himmel. Kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Mit diesem Vers aus 1. Mose 15,5, ein Vers, der uns an diese Verheißungen Gottes erinnert. Mit diesem Vers möchte ich dich ganz herzlich zu unserem diesjährigen Erntedankfest begrüßen. Ich freue mich, dass du da bist, ob du alleine schaust, mit Menschen schaust, ob du live schaust oder diesen Beitrag nachschaust. Ich freue mich, dass du heute dieses Fest mit uns feierst. Und wir werden uns im Rahmen dieses Festes an Gottes Verheißungen erinnern. Wir werden einfach diesen Blick auf seine Verheißungen heute einnehmen, in diesem Gottesdienst, in dem wir anbeten mit einem Teil der Audiel-Band, über seine Liebe singen, über seine Treue singen, indem wir uns aber auch erinnern, was vor 200 Jahren hier in Bern in der Erweckung passiert ist. Wir werden dann eine Predigt hören von Marius und zum Schluss werden wir unseren Blick auf Jesus richten, indem wir einfach beten für die Situation im Gesundheitswesen. Kurz ein Einblick, dass du weißt, was du heute erwarten kannst. Ich werde zu Beginn beten und dann steigen wir ein in die Anbetungszeit. Gott, du bist ein Gott der Verheißungen. Du hast das Abraham zugesagt und du sagst es uns immer wieder neu. Ich danke dir, Gott, dass du einfach für jede Person, die diesen Livestream schaut, eine persönliche Begegnung bereithält. Eine Begegnung, die ihn, die sie an die Verheißungen erinnert. All das Gute, all die guten Gedanken, die du über ihr und ihm hast. Und ich möchte mich heute einfach für dein Reden auftun, weil ich weiß, du bist ein Gott, der spricht. Sei willkommen in unserer Mitte. Amen. Wir feiern heute das Erntedankfest. Und das ist ein Fest, an dem wir normalerweise viel Gemeinschaft pflegen und miteinander essen. Heute hatten wir geplant, miteinander in die Stadt Bern zu gehen, um zu sehen, wie Gott in Bern wirkt. Wir wollten beispielsweise uns dem Gassenbus zuwenden und sehen, wie sich die Menschen dort aus der Vignette Bern jede Woche verschenken, um zu hören, was Gott im Gassenbus tut. Wir wollten auf den Bundesplatz gehen, um für die Politik zu beten und uns bei einem Einsatz zusammentun, um den Menschen ganz praktisch Gottes Liebe zu zeigen. Und einer dieser Posten im Rahmenprogramm war es auch, zu der französischen Kirche zu gehen, wo sich ziemlich genau vor 200 Jahren etwas Besonderes ergeben hat. Es war am 19. November 1820, als Antoine Galland eine Predigt hielt, die Bern in Aufruhr versetzte. Und dieser Aufruhr, diese Predigt hatte Auswirkungen, die uns Brian und Werner Nink nun näher bringen werden. Ich bin der Werner. Und ich bin der Brian. Und wir sind hier vor der französischen Kirche, für etwas zu hören aus der Geschichte, die hier vor 200 Jahren passiert ist. Werner und ich, wir haben beide herzliche Erweckung. Wir träumen von einer neuen Erweckung in Bern. Jetzt gehen wir in die Kirche rein, wo wir mehr erzählen wollen. Im Jahr 1798 haben die Franzosen die Schweiz erobert und die Staatskasse zu Bern mitgenommen. Die Herren von Bern haben dann ihren Todesstoss erlitten. 1830 mussten sie ihre jahrhundertalte Vorherrschaft abgeben und den fortschrittlichen Kräften aus dem Bürgertum die Regierung überlassen. In dieser unsicheren Zeit kam der Antoine Galland von Genf auf Bern. Er war ein erweckter, junger Pfarrer, 24-jährig, und hat an der französischen Kirche angefangen zu predigen. Sein Anliegen war das Wohl der Leute. Er hat Umkehr zu Jesus predigt. In Bern haben sich
die, die vom Galan erweckt waren, in Hauskreisen getroffen. 1831 sind sie zur evangelischen Gesellschaft geworden. Es waren einfache Leute, die sich beim blinden Eisen im Solgenbach getroffen haben. Zusammen mit Leuten aus adligen Kreisen. Die Auswirkungen waren gewaltig. Zuerst sind Leute aus den adligen Kreisen, die sich der Erneuerungsbewegung angeschlossen haben, von der Obrigkeit zitiert und aus Stadt und Kanton weggewiesen worden. Später haben ein paar von ihnen Schulen gegründet und auch das Diakonissenhaus Salem. Das Verlangen nach Gott, das vor 200 Jahren hier in Bern passiert ist, könnte jederzeit auch wieder geschehen. Das heisst, die Grundlage einer Erweckung hier in der Stadt ist durch uns vorhanden. Und die gute Nachricht von Jesus findet kaum mehr Nährboden als in dieser unsicheren Seite. Jede Erweckung von der Vergangenheit hat mit Gebet angefangen. Deshalb lasst uns vor allem für Durchbruch beten. Zuerst Durchbruch in unsere eigene Denkweise. Bittet den Herrn, der Ernte, dass er Arbeiter und Arbeiterinnen in seine Ernte sende. Noch besser, machen wir uns selbst auf den Weg. Denn Jesus hat uns versprochen, dass der Heilige Geist uns dabei helfen und begleiten wird. Genau das wünschen wir uns. Und so gut, dass wir nicht warten müssen, sondern uns einfach Jesus verschenken können. Auch wenn wir uns in dieser Zeit nicht treffen können und vieles nicht mehr möglich ist, werden wir dennoch in dieser Zeit den Dienst am nächsten weiterführen, um Menschen auch in dieser Zeit zur Seite zu stehen. Das heißt, dass der Gassenbus jeden Mittwoch vor dem Kunsthaus zugänglich ist, dass die Darn-Sozialberatungen jederzeit stattfinden, dass die Darn-Kurse, das Leiterli mit den Kleidern und die Verteilung der Lebensmittelgutscheine genauso funktioniert. Die Kleider kannst du in dieser Zeit während den Büroöffnungszeiten ins Käfigkästchen bringen, genauso wie auch die Lebensmittelgutscheine. Diese kannst du uns natürlich auch senden. Vielen Dank an Philemon Moser und alle Mitarbeiter des Dienst am Nächsten, die ihr bringt die Barmherzigkeit Gottes zum Ausdruck, die wir alle miteinander im Kleinen in unserem Alltag sichtbar machen wollen. Heute feiern wir das Erntedankfest. Und eben wie gesagt, normalerweise ist das ein Fest, an dem wir zusammen feiern, zusammen essen und Gott für seine Führung und Versorgung danken. Das macht es besonders schade, dass wir uns heute nicht physisch treffen können. Feste sind etwas Besonderes. Sie erinnern uns an ein Geschehnis oder Ereignis, das für uns große Bedeutung hat. Ganz egal, ob es ein Geburtstag, ein Nationalfeiertag, ein Hochzeitstag oder sonst so etwas ist. Das Gleiche ist beim heutigen Erntedankfest der Fall. Wir feiern jedes Jahr mit Ostern, Pfingsten und Erntedank die drei biblischen Feste, die auf der einen Seite Erntefeste sind und uns an Gottes Versorgung erinnern, gleichzeitig aber auch Gottes großen Plan mit Israel und mit uns Menschen ganz praktisch erlebbar machen. Und deswegen sind sie fest im Kalender der Vineyard Bern verankert. Was feiern wir heute am Erntedank- oder eben Laubhüttenfest, wie dieses Fest auch heißt? Lass uns das heute miteinander anschauen und wir lesen dazu 3. Mose 23, Verse 41 bis 43. Jedes Jahr im siebten Monat sollt ihr 7 Tage lang dieses Fest für den Herrn feiern. Diese Anordnung gilt für euch und eure Nachkommen für immer. Während dieser Woche sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Israeliten sollen in Laubhütten wohnen. Das soll die Generationen nach euch daran erinnern, dass ich die Israeliten in Hütten wohnen ließ, als ich sie aus Ägypten geführt habe. Ich bin der Herr, euer Gott. Die Laubhütte, auch Sukka genannt, ist das Wahrzeichen dieses Festes. Einmal im Jahr sollten alle Israeliten ihre Wohnungen, ihren Komfort verlassen, um in dieser verletzlichen und vergänglichen Hütte zu wohnen. Das sollte sie daran erinnern,
wie es für das Volk Israel war, als sie in den 40 Jahren durch die Wüste gereist sind und Gott sie durch die Wüste geführt hat. Dieses Fest ist noch heute für alle Juden ein großes Fest, ein Highlight, bei dem die ganzen Familien schon Tage zuvor Äste sammeln, Zweige sammeln und miteinander solche Sukkas bauen. Sei es in Gärten, sei es auf Balkonen oder aber auf den Parkplätzen. Ich habe mich vor einer Woche mit dem Rabbiner von Bern getroffen und ihm vom Erntedankfest erzählt. Und er sagte, wie wichtig das es sei, dass wir am Erntedank miteinander in der Sukka essen. Denn während dieser Woche findet das ganze familiäre Leben in dieser einfachen Behausung statt. Karl und Sophie haben dieses Jahr vor einigen Monaten mal draußen im Garten in einem Zelt übernachtet. Es war ein richtiges Abenteuer. Aber leider hat es kurz nach Mitternacht heftig zu regnen begonnen. Sie haben die Zerbrechlichkeit und die Verletzlichkeit des Lebens hautnah erlebt. Und es ging nicht lange natürlich, dass sie mitten in der Nacht reingestürmt sind. Und wir alle haben dieses Jahr genauso erlebt, wie zerbrechlich unser Leben ist. Ein kleines Virus hat das Leben zum Stillstand gebracht. Einige unserer Nachbarländer sind gerade wieder in den zweiten Lockdown gegangen. Die Maßnahmen, die die Ausbreitung stoppen sollen, führen für uns Menschen in unseren Beziehungen, aber auch für die Wirtschaft zu großen Auswirkungen. Es trifft uns hart. Besonders im Fokus stehen in dieser Zeit, gerade in dieser Woche, Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die auch protestiert haben für bessere Arbeitsbedingungen. Ich habe gelesen, dass viele Mitarbeiter noch von der ersten Welle richtig ausgelaugt sind. Und deswegen werden wir auch heute miteinander einfach zur Unterstützung für alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen beten und sie segnen. An diesem Laubhüttenfest wird uns auf der einen Seite die Zerbrechlichkeit unseres menschlichen Lebens bewusst. Man spürt es an der eigenen Haut, wenn man in der Sukka ist. Aber gleichzeitig feiern wir an diesem Fest, dass Gott das Volk Israel während den ganzen 40 Jahren auf dem Auszug aus Ägypten geführt hat, dass er bei ihnen war, dass er sie versorgt hat. Wenn sie durstig waren, hat er sie zur Quelle geführt oder Wasser aus Felsen fließen lassen. Als sie hungrig waren, hat er sie mit Manna versorgt oder eben mit Fleisch. Als sie von Feinden verfolgt wurden, hat er sie schützend hinter sie gestellt. Wenn sie nicht mehr weiter wussten, keinen Ausweg mehr sahen, hat er einen neuen Weg für sie gebahnt. Und wir lesen, dass auf der ganzen Reise ihre Kleider und Schuhe nicht zerschlissen sind. Ja, Gott selbst hat in dieser Zeit in einer einfachen Hütte, in der Stiftshütte mitten unter ihnen gewohnt. Er hat sie nie alleine gelassen, nicht einmal dann, wenn sie sich gegen ihn aufgelehnt haben. Und so feiern wir an diesem Erntedankfest die Gegenwart Gottes, die Führung Gottes, die Treue Gottes und die Versorgung Gottes. Deswegen ist es das fröhlichste aller biblischen Feste. Und wir feiern das genauso für unser Leben. Jetzt, wir feiern an diesem Fest auch die Verheißungen Gottes. Denn das Erntedankfest hat auch eine prophetische Dimension. Die Sukka hat eine bestimmte Beschaffenheit. Das Dach ist von besonderer Bedeutung. Es muss auf der einen Seite so zugedeckt sein, dass es mehr Schatten bietet, als Sonne reinlässt. Und gleichzeitig muss es in der Nacht auch den Blick auf die Sterne freigeben. Weswegen die Sterne? Die Sterne erinnern die Israeliten an die Verheißungen, die Gott ihrem Stammvater Abraham gegeben hat. Wir lesen nämlich, wie Gott zu Abraham gesagt hat, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem Volk machen, das so zahlreich ist wie die Sterne am Himmel. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Und wenn die Israeliten das Erntedankfest in der Sukka gefeiert haben während diesen 8 Tagen, hat man in der Überlieferung auch ganz symbolisch die Vorväter, die Stammväter willkommen geheißen.
Da kam beispielsweise Abraham. Und sie haben sich erinnert an die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Abraham hat daran festgehalten, auch wenn er bis im hohen Alter selbst keine Kinder hatte. Seine Söhne wurden ihm nämlich erst mit 86 bzw. 100 Jahren geboren. Und auch wenn er selbst die Erfüllung dieser Verheißung nicht mehr erlebt hat, Gott hat seine Versprechen wahrgemacht. An einem weiteren Tag kommt Mose zu Besuch in der Sukkah. Und die Israeliten erinnerten sich an die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Ich will euch aus der Gewalt der Ägypter befreien und in ein Land führen, in dem Milch und Honig fließen. Diese Verheißung wurde Realität. Sie erinnern sich daran, wie Gott Zeichen und Wunder geschehen ließ, um sie zu befreien. Wie er sie versorgt hat, wie er sich nicht von ihnen abgewendet hat, auch wenn sie sich aufgelehnt und rebelliert haben. Nein, nicht mal ihre Auflehnung konnte Gott davon abhalten, seine Verheißung zu erfüllen. Und so gibt uns das Erntedankfest den Blick auf die Sterne, den Blick auf die Verheißungen Gottes frei. Und zwar nicht nur auf die Verheißungen, die bereits erfüllt sind, sondern genauso auf Verheißungen, die noch ausstehen. Deswegen hat ein Rabbiner es folgendermaßen ausgedrückt. Sukkot ist das Fest der Erlösung der ganzen Welt. Unsere Aufgabe ist es, der Welt Erlösung zu bringen. Der Traum von Sukkot ist, dass alle Nationen zu Gott nach Hause kommen werden. Sukkot öffnet unsere Augen für das, was kommen wird. Und wenn wir die Schrift lesen, sehen wir, dass sie voll ist mit solchen Verheißungen. Es gibt über 7000 solche Zusagen in den Psalmen, in den Propheten und so weiter und so fort. Beispielsweise, was wird Gott tun? Wenn der Messias kommt, wird der Himmel und Erde erneuern und mit ihnen die ganze Schöpfung. Er wird für Gerechtigkeit unter den Armen sorgen und den Unterdrückten Recht verschaffen. Er wird die Trauernden trösten und die Gefangenen freilassen. Er wird ihnen Freude statt Trauer geben und sie zu Säulen der Gerechtigkeit machen. Sie werden die Ruinen wieder aufbauen und die Trümmer wiederherstellen. Oder wir lesen, dass Menschen aus allen Nationen Gott erkennen werden und sich ihm zuwenden werden. Das sind einige der Verheißungen, die Israeliten, die Propheten uns mitgegeben haben. Diese Verheißung, dass Gott die Schöpfung erneuern wird, hatten die Menschen vor Augen, als Jesus vor 2000 Jahren aufgetreten ist und mit seinem Wirken begonnen hat. Nun stell dir einmal vor, wenn Menschen mit dieser Erwartung leben und dann kommt dieser Jesus und er heilt einen Mann mit einer missgebildeten Hand. Für die Menschen der damaligen Zeit war klar, diese Verheißungen, die werden jetzt Realität. Für die Betroffenen war es aber nicht nur eine Heilung von einem Gebrechen. Denn diese Gebrechen haben oft dazu geführt, dass die Menschen aus der Gesellschaft ausgestoßen waren, aus der Gemeinschaft verbannt, isoliert waren. Und mit dieser Heilung hat Gott sie auch gesellschaftlich wiederhergestellt. Durch ihre Gebrechen konnten sie nicht am beruflichen Alltag teilnehmen und sie für sich selbst schauen. Sie wurden oft zu Bettler und Gott hat sie so wiederhergestellt, dass sie auch wieder arbeiten konnten. Gott macht alles neu. Das war diese Erwartung, die die Menschen hatten, die Freude. Wow, das hat nun begonnen. Aber Jesus hat noch etwas viel Wichtigeres gemacht. Er sagt uns nämlich im Johannesevangelium, dass er gekommen ist, um uns den Vater zu offenbaren. Mit allem, was Jesus getan hat, hat er das Wesen des Vaters aufgezeigt. Und meine Lieben, dann hat er uns den Auftrag gegeben und hat gesagt, nun sende ich euch, wie mein Vater mich gesandt hat, und ihr werdet das Gleiche tun wie ich. Meine Lieben, während die Israeliten warten mussten, bis der Messias kommt, hat das Warten für uns ein Ende. Während die Israeliten warten mussten, dass der Himmel die Erde berührt, wissen wir, dass Jesus diese Verbindung zwischen Himmel und Erde geschaffen hat, als er auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist. Er hat uns den Heiligen Geist gesandt, der jetzt in uns lebt und diese Begegnung von Himmel und Erde erneuert. Diese Erneuerung hat begonnen.
Und wenn wir unseren Blick auf die Verheißungen Gottes richten, wenn wir uns vor Augen führen, was Gott tun will, was er gesagt hat, dass er tun wird, dann treten wir ein auf diese Geschichte, die Gott für uns vorbereitet hat. Denn jede Verheißung ist eine Einladung an uns, eine Einladung, uns auf eine Reise zu begeben, in denen er Dinge durch uns tun wird, die das Wesen des Vaters offenbaren. Das ist der Grund, weswegen wir uns heute noch verschenken. Deswegen kümmern wir uns in dieser Zeit umeinander. Deswegen rufen wir Menschen an, hören ihnen zu, wie es geht und beten füreinander. Deswegen sammeln wir Lebensmittelgutscheine und verteilen sie an Menschen, die Unterstützung brauchen. Deswegen geben wir in unserem Beruf das Beste und fragen uns, was Gott an unserem Arbeitsplatz durch uns tun will. Deswegen strecken wir uns nach mutigen Verheißungen aus, die unsere Möglichkeiten übersteigen, weil wir wissen, dass dort, wo Zeichen und Wunder geschehen, das Wesen des Vaters durch uns sichtbar wird. Deswegen schenken wir den Menschen um uns herum Zeit, damit sie uns ihr Herz ausschütten können. Und deswegen beten wir für die Kranken, weil es das Wesen und das Herz des Vaters zum Ausdruck bringt. Weißt du, Gott könnte die Verheißungen ohne Probleme, ohne uns realisieren. Er würde es sehr wahrscheinlich sogar besser machen, als wir das tun. Er hätte auch Abraham oder Mose nicht gebraucht. Aber er hat sich entschieden, das nicht alleine zu tun, es nicht ohne uns zu tun. Weißt du, weswegen? Gott könnte sich ohne Probleme als kreativer Schöpfer offenbaren. Er könnte sich uns als Liebe zeigen, als der Richter, als der Barmherzige, der sich uns zuwendet. Aber er könnte sich uns nicht als Vater zeigen. Denn ein Vater wird durch seine Kinder sichtbar. Ein Vater wird dort sichtbar, wo die Kinder ihm ähnlich werden, in allem sind wie er und sein Wesen zeigen. Und genau das ist es, was Jesus gemacht hat. Und genau das ist es, was Jesus uns verheißen hat. Er hat uns gesandt und hat gesagt, geht und tut das Gleiche. Ihr werdet das Gleiche und noch Größeres tun, damit durch uns der Vater im Himmel sichtbar wird. Und meine Lieben, so erinnert uns das Erntedankfest nicht nur daran, dass in der Zerbrechlichkeit unseres Lebens Gott treu ist, uns führt und versorgt. Das Erntedankfest erinnert uns gleichzeitig an die Verheißungen. An Verheißungen, die bereits erfüllt sind, die uns Mut machen und uns zeigen, dass in der Zerbrechlichkeit des Lebens von Mose und Abraham, die selbst die Verheißungen nicht gesehen haben, Gott seine Zusagen dennoch wahrgemacht hat. Und sie öffnen unsere Augen für die Verheißungen, die offen stehen, für die Dinge, die Gott durch uns realisieren wollen. Und sie wecken damit in uns einen Hunger und sie laden uns ein, auf diese Reise einzustehen. Daran erinnern uns die Sterne, die durch das Dach der Sukkah sichtbar werden. Und ich wünsche mir für uns, dass wir uns nach diesen Verheißungen ausstrecken, dass wir ihnen Aufmerksamkeit geben. Jesus, was willst du heute durch uns tun? Welche Verheißung willst du mir für meinen Arbeitsplatz, für meine Familie geben? Wo willst du Menschen verändern und heilen? Und wenn wir nicht gleich sehen, dass es geschieht, wie das bei Mose und Abraham der Fall ist, halt mir daran fest, um diese Durchbrüche zu erleben, die Mose und Abraham erlebt haben. Und deswegen lasst uns beten. Jesus, ich danke dir für dieses Fest, das nicht nur zurückschaut, sondern uns eine Brücke in die Zukunft schlägt. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns an diese Träume erinnerst, an diese Verheißungen erinnerst, die offen stehen für uns. Ich danke dir für diese Einladung, die wir dankend annehmen und auf die wir uns einlassen wollen. Herr, ich bitte dich für mutige Verheißungen. Herr, ich bitte dich, dass du uns an Dinge erinnerst, die du schon lange zu uns gesagt hast. Ich bitte dich, dass du uns diese Verheißungen vor Augen machst, die wir aufgegeben haben. Und uns neu daran erinnerst. Danke dir, Jesus, dass du dein Wesen, das Wesen des Vaters,
an uns und mit uns und durch uns sichtbar machen wirst. Amen. Und wenn du nun zu Hause im Livestream zuschaust, das nicht live, lade ich dich ein, schnell Pause zu drücken und dir vor Augen zu führen, welche Verheißungen Gott dir bereits gegeben hat. Was sind Dinge, über die Gott zu dir gesprochen hat, die er wecken will, an die er dich erinnern will? Und ich lade dich ein, auch die Schrift ganz bewusst mit diesen Augen zu lesen und zu schauen, was Gott uns verheißen hat. Vielen herzlichen Dank. Amen. Ja, und jetzt wollen wir an diesem Erntedankfest, wie wir das jedes Jahr tun, auch unsere Kollekte zusammenlegen. Bei den drei biblischen Erntefesten heißt es jeweils, dass alle Israeliten nach Jerusalem kommen sollen und dass sie nicht mit leeren Händen vor Gott erscheinen sollen. Deswegen führen wir jedes Jahr eine solche große Kollekte durch. Gerade die Erntedankkollekte ist für uns als Vineyard Bern finanziell in den letzten Jahren immer sehr wichtig gewesen. Wir legen jedes Jahr zwischen 60.000 und mehr Franken zusammen. Dieses Jahr haben wir uns entschieden, dass wir die Erntedankkollekte nicht für uns selbst nutzen wollen. Wir leben in einem Land, das sich in dieser Corona-Krise gut um seine Bewohner kümmern kann. Ich bin mir bewusst, dass auch Menschen unter unserer Not leiden und deswegen verschenken wir uns auch ihnen. Und dennoch leben wir in einem Land, das richtig gut sich um seine Bewohner kümmert. Von Vineyards und befreundeten Gemeinden in anderen Ländern haben wir gehört, wie es ihnen geht und wie sehr sie an dieser Situation zu beißen haben. Es sind Berichte, die uns nicht kalt lassen. Die ärmsten Länder werden von dieser Krise am meisten getroffen. Während sich die Wirtschaft in den westlichen Ländern schneller erholt, als man das gedacht hat, wird es in den ärmsten Ländern Jahre gehen, weil das Kapital in dieser Zeit auch abgeflossen ist. Und so haben wir Berichte erhalten, beispielsweise von einem Leiter aus Indien, der uns geschrieben hat: Wir haben eine sehr hohe Zahl an Covid-Erkrankungen in unserer Gegend. Arbeitsausfall und Arbeitsverlust machen das Überleben für viele Familien unerträglich. Besonders betroffen sind Behinderte, bei denen wir versuchen, ein ganzes Slum zu betreuen. Wir unterstützen selbst 4 Gemeindebauer dort von unserem eigenen Lohn, sind aber selbst am Limit. Die Beschreibung eines weiteren Leiters, auch aus Indien, bringt ziemlich auf den Punkt und ist identisch mit den Rückmeldungen, die wir auch von Gemeinden von Vineyards in Afrika erhalten. Viele Familien, inklusive unserer Leiter, kämpfen ums Überleben. Sie haben ihre Arbeit verloren und können ihre Mieten nicht mehr bezahlen. Viele Fabrikarbeiter haben seit Monaten keinen Lohn erhalten, weil die Fabrik Verluste macht. Und von der Regierung können wir keine Hilfe erwarten. Und wir haben uns gesagt, dass wir dieses Jahr die ganze Erntedankkollekte für Christen in diesen Ländern einsetzen wollen, sei es Indien, sei es Iran, Afghanistan, sei es afrikanische Länder, überall dort, wo wir von befreundeten Gemeinden das Feedback erhalten, dass sie das Überleben kaum mehr stemmen können. Und Deborah, du wirst uns jetzt sagen, wie es mit dieser Kollekte ganz praktisch läuft. Was du praktisch mittragen kannst, du kannst natürlich zum einen gerade jetzt geben. Wir werden die Folie einblenden, die du schon kennst, per Twint. Du kannst eigentlich während der ganzen Woche per Twint twinten und für die Erntedank-Kollekte spenden. Du kannst es natürlich auch online machen. Dort gibt es auch einen Button für das Erntedank-Fest. Auf unserer Webseite, die da aufgeführt ist, kannst du auch Einzahlungsscheine bestellen. Und wenn du per Einzahlungsschein bezahlst oder eben per E-Banking, was immer, dann vergiss nicht den Vermerk Erntedank da reinzuschreiben, dass es wirklich an den richtigen Ort kommt.
Ich selber muss auch noch mit meinem Mann besprechen, wie viel wir beitragen. Deshalb bin ich froh, dass wir da noch ein bisschen Zeit haben. Also ich lade dich ein, entweder jetzt zu partizipieren oder eben vielleicht brauchst du noch etwas Zeit, um mit deinem Mann oder Frau das zu besprechen, dann mach das. Und ich danke dir einfach, dass du da beiträgst, dass wir als Vineyard Bern gemeinsam großzügig leben können. Wir werden diese Folie dann auch noch einmal einblenden, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, wenn es dir jetzt nicht gereicht hat. Wir kommen noch zu einem weiteren Teil in diesem Gottesdienst. Und zwar möchten wir für die Menschen beten, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und wir haben zwei Personen gefragt, also wir in Bern, die im Gesundheitswesen arbeiten, ob sie uns Gebetsanliegen mitteilen können. Und die eine Person werden wir jetzt in einem kurzen Videobeitrag sehen. Hallo liebe Freunde der Vineyard Bern, liebe Zuschauer, Zuhörer des Livestreams. Mein Name ist Danny Mann, ich bin verheiratet mit Justina und wir haben drei Kinder im Alter von 6, 9 und 10 Jahren und leben seit über 14 Jahren in der Schweiz. Seit Mitte 2018 schaffe ich als Facharzt auf der Anästhesie am Salemspital Bern. Deshalb haben wir jetzt nun folgendes Gebetsanliegen, eben genügend Gesundheitspersonal mit Fach- und Pflegekräften, welche selbst gesund im gesunden Zustand schaffen können und sich dabei eben die nötige Zeit am Patienten nehmen können, Schutz dabei eben vor Dekompensation und körperlicher und psychischer Erschöpfung, eben die Weisheit für die Ärzte in schwierigen Situationen wie den End-of-Life-Phasen, die richtigen Entscheidungen mit den Angehörigen im Team zu besprechen und dass trotz der stressigen Phase das Miteinander nicht vergessen wird. Und wir einfach wissen, dass wir nicht alleine sind, sondern geistgeleitet handeln. Dass wir eben auch auf erfolgreiche Situationen zurückgreifen können, dabei dankbar bleiben und Freude haben und weiterhin am Job trotz der erhöhten Arbeitsbelastung. Und dass schlussendlich die psychosozialen Folgeschäden dieser Virusphase gut abgefangen werden und individuelle Lösungen wie Gespräche oder Hausbesuche im Kleinen genutzt werden. So danken wir euch doch ganz herzlich für eure Gebete und wünschen euch weiterhin Gesundheit und Gottes Segen an dem heutigen Sonntag und in den nächsten Wochen. Vielen Dank, Dani. Vielen Dank dir, wenn du dich im Gesundheitswesen engagierst. Es ist sowas von wertvoll. Wir sind dankbar. Vielen Dank. Ja, ich habe die Gebetsanliegen von Danny und auch Susan habe ich noch gefragt. Sie hat mir auch ein paar geschrieben. Wir finden sie auf einer Folie, die jetzt eingeblendet wird. Ich werde ein Segengebet beten, aber ich möchte dich dann einladen. Wir werden die Folie auch nach dem Gottesdienst noch einmal einblenden, dass du dir einfach noch mal Zeit nimmst, auch mit den Menschen vielleicht, mit denen du schaust, einfach dir Zeit nimmst, um wirklich für die Menschen zu beten, für das Gesundheitswesen zu beten. Jesus, ich danke dir, dass du jede einzelne Person siehst, die sich im Gesundheitswesen engagiert. Ich danke dir, dass du einfach ihre Bedürfnisse, seine Bedürfnisse siehst. Ich bete dich ganz besonders einfach für Schutz, von körperlicher und auch psychischer Erschöpfung. Ich bete einfach, dass diese Menschen sich schnell erholen. Eben, wir haben gehört, Menschen, die sich nicht einmal von der ersten Welle erholt haben. Ich bete einfach für übernatürliche Erholung. Ich bete aber auch für das Miteinander und die Wertschätzung zueinander, aber auch zu den Patienten. Und dass der Blick und die Freude einfach für die Arbeit nicht verloren geht. Ich bete für Weisheit, für die Führungskräfte, Weisheit für Ärzte, die sehr schwierige Entscheidungen zu treffen haben. Und ich bete einfach für Verfügbarkeit vom Pflegepersonal, Schutz vor Ansteckung und Quarantäne und dass die Menschen schnell gesund werden, die erkrankt sind, dass wirklich dieses Pflegepersonal vor Ort und verfügbar ist. Danke, dass du einfach
Weisheit gibst im Auffangen von psychosozialen Folgeschäden dieser Virusphase. Und ich bete auch für Klarheit, einfach auch in dem Thema Covid, wo so viele Meinungen aufeinandertreffen und auch einfach immer wieder zu Verwirrung führen. Und ich bete dich ganz besonders auch einfach für die Zukunft des Gesundheitswesens, dass auch so viele Fragen auch hier offen stehen und vielleicht auch jetzt in dieser Krise hervorgebracht werden. Danke, dass du einfach uns Weisheit gibst im Entscheidung treffen für die nächsten Schritte auch im Gesundheitswesen und vor allem den Entscheidungsträger und Trägerin Weisheit gibst. Ich segne euch, ich segne dich, wenn du im Gesundheitswesen tätig bist, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Somit kommen wir zum Ende des Gottesdienstes. Nächsten Sonntag sehen wir uns wieder im Livestream und wir werden mit unserer Serie Ein Herz für unsere Stadt weiterfahren. Wir werden uns über das Hinschauen unterhalten. Wie können wir die Nöte der Menschen in dieser Stadt um uns herum wahrnehmen und darauf reagieren? Wenn du heute zum ersten Mal dabei warst, dann freut mich das sehr. Und wir möchten dir unbedingt ein Geschenk mitgeben. Du darfst dich melden bei dieser eingeblendeten Adresse und wir schenken dir sehr gerne ein Online-Geschenk. Ja, du darfst dich auch bei uns melden, wenn du mehr Fragen hast zu Jesus, zu uns als Vignette Bern. Wir freuen uns über deine Kontaktaufnahme. Ich möchte noch Dina und dem Hauskreis danken, die diese Deko hier gemacht haben. Das war ja eigentlich geplant für im EGW, wo wir uns physisch getroffen hätten. Aber wir haben gesagt, nein, wir müssen auch den Livestream dekorieren und das so richtig festlich machen. Und ich danke Dina und ihrer Crew, dass ihr das möglich gemacht habt. Es ist so richtig erntedanklich, so richtig herbstlich. Wie gesagt, ich lade dich ein, dass du nach dem Gottesdienst einfach dir noch einen Moment Zeit nimmst, für diese Anliegen aus dem Gesundheitswesen zu beten, dass ihr vielleicht eben nochmal auch über diese Predigt sprecht, über das, was es bei dir ausgelöst hat. Welche Verheißung möchtest du dir wieder ganz neu vor Augen führen? Nutzt die Gelegenheit, wenn ihr zusammen diesen Livestream schaut. Und natürlich die Kollektefolie wird auch noch mal eingeblendet werden. Ich möchte dich noch segnen für diese Woche. Ich segne dich mit offenen Augen, um die Verheißungen Gottes zu sehen, die über uns stehen, die über deinem Leben stehen. Ich segne dich mit offenen Augen zu sehen, was Jesus getan hat in diesem vergangenen Jahr, wofür du dankbar sein kannst, was du feiern kannst. Aber ich segne dich auch mit deinem Blick in die Zukunft nach vorne, um einfach auf diese Verheißungen zu schauen, die Gott bereithält und nach denen du dich ausstrecken kannst mit deinem Leben, in deinem Alltag, mit den Menschen um dich herum. Mit diesen offenen Augen segne ich dich und ich wünsche dir von Herzen eine gute Zeit. Bis bald. Komm und
Welt mit dir. Du gibst Hoffnung, wo kein Weg mehr ist. Wir brauchen deine Nähe, deine
Wir haben unsere Hände, die Töche, richten an unseren Blick.